Ich bin Ofe von T&T E-Mobility und das hier ist Heinz-Harald Frenzen. Ja, tatsächlich, ich habe heute Heinz-Harald Frenzen. Warum du hier bist, das erzählst du uns am besten gleich mal selber. Heinz-Harald, moin. Moin, Uwe. Schön, dass du mich besuchen kommst heute. Ja, ganz meinerseits. Ich war gerade in der Nähe in Hamburg und ich verfolge ab und zu deine Videos. Und wie du wahrscheinlich jetzt auch weißt, ich bin Tesla-Fahrer auch, ja. Und wollte mir mal anschauen, was du hier so machst. Ja, das ist mir eine Ehre. Freue ich mich sehr drüber, als du angerufen hast. War ganz lustig. Aufs Band gesprochen. Ja, moin, hier ist Heinz-Harald Frenzen. Ich bin auch ehemaliger Rennfahrer und hast du mal Zeit? Die Heinz-Harald Frenzen. Ich habe dir zurückgerufen und gefragt, bist du der Heinz-Harald Frenzen? Und da hast du gesagt? Ja, ich glaube nicht, dass es so viele Jecke gibt, die so einen Doppelnamen haben. Ja. Genau. Also wenn jetzt irgendjemand in Deutschland auch Heinz-Harald heißt, bitte melden. Aber ich glaube, ja, das wäre mal interessant. Ich habe keinen gefunden, der so heißt, deswegen bin ich der, den du meinst, ja. Genau, und da bin ich froh, dass du hier bist. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange in der Elektromobilität tätig. Ich habe das schon öfter mal verfolgt. Ich habe auch mal einen Fernsehbericht über dich gesehen, wo du Batterien hast für deine Solaranlage im Keller, und zwar eine Menge. Mhm. Nun erzähl uns doch mal, oder mir, wie bist du, als auch wie ich Petrolhead früher, mit Rennen fahren und volles Programm, zur Elektromobilität gekommen? Ja, das ist natürlich eine etwas längere Geschichte schon. Das ist jetzt ungefähr, ja, das war 2007, als ich mit meinem professionellen Motorsport aufgehört habe. Ja, hatte ich so eine einschlägige Erfahrung gemacht. Ich habe damals Sponsoren angesprochen, damals auch noch für DTM. Und da habe ich mit einem Ölkonzern gesprochen, ob die nicht bereit wären, mit mir eben das oder das Auto zu sponsern, ja, das und mit mir da zu fahren. Und da bekam ich als Antwort, dass der Motorsport eigentlich nicht grün genug ist, ja, und dass die jetzt überlegen, mehr in Fußball zu investieren und Golf und Sportarten, die also umweltfreundlicher sind, ja. Und mir ist das schon in meiner Motorsportzeit in den aktiven Jahren aufgefallen, dass wir sehr viele Sponsoren verlieren, ja, und dass der Motorsport anscheinend nicht dieses grüne Image ist, wo viele Firmen halt eben sponsern möchten. Und da ist mir aufgefallen, dass der Motorsport in die falsche Richtung geht, dass wir also mehr und mehr darunter leiden werden in Zukunft. Ja. Und man darf nie vergessen, du bist Formel 1 gefahren, noch damals mit den anderen Größen, Schumacher, Villeneuve und so weiter. Du warst einmal Vize-Weltmeister in der Formel 1. Das haben eigentlich alle, wir haben vorhin drüber gesprochen, in unserem Alter, du bist ein bisschen älter als ich, obwohl ich jünger aussehe, und haben, wir kennen dich, wir sind in dem Alter, wo wir dich kennen. Aber mehr Kilometer habe ich nicht drauf. Nee, natürlich glaube ich nicht. Nein, ich denke nicht. Aber du hast dann mit denen gesprochen, ja, und die haben dann gesagt, ja, lieber nicht. Ja, und das es war sowieso schwierig für den Motorsport, eben weiter Sponsoren zu finden. Wir haben in der Formel 1 ja Tabakwerbeverbot gehabt, dann auch Alkoholwerbeverbot. Und so viele Möglichkeiten für Sponsoren gab es nicht. Und auch für die anderen Serien, ja, wurde es immer schwieriger, Geld zu finden. Und einfach aus dem Image des Motorsports heraus schwierig. Und ich hatte mir dann nach meiner Karriere, als ich dann 2006 meine letzte Saison gefahren habe, also 2007, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht und habe mir vorgestellt, wir müssen dem Motorsport ein neues Image geben, wir müssen irgendwas mit hineinbringen, was mit Nachhaltigkeit, Energierückgewinnung, irgendwas, um den Motorsport zu verändern. Wir haben im Motorsport genügend schlaue Köpfe, ja, wir müssen was verändern. Und da habe ich mir ausgedacht, eben, man müsste mit einem Rennauto eben am besten mit Hybrid, also mit einem Elektromotor, Energierückgewinnung machen. Und da habe ich mich dann hintergesetzt, hinter dem Thema, und habe recherchiert und untersucht. Und am Ende ist dann ein Hybridrennwagen gekommen. Das war ja noch vor Tesla 2007. Ja, das war
Ich muss sagen, ich habe einmal eine Testfahrt gemacht mit dem Wolfgang Rother von der Wirtschaftswoche damals, mit einem Tesla Roadster damals, ja, 2007, 8 oder 9. War das 8, glaube ich. Ja, kann sein. 2008, ja. Und da hatte ich die Gelegenheit gehabt, mal so ein Auto zu testen. Und da wusste ich auch, dass ich fühlte mich bestätigt, dass es halt geht. Ja. Da geht's hin. Ja. Ja. Und dann hast du so ein Hybridfahrzeug gebaut. Ja, das war dann im Jahr 2008, 7 und 8, habe ich damals ein Chassis gesucht, und wo ich praktisch den Elektromotor auf der Vorderachse setze, der also das Platz hat, das Chassis dafür. Habe dann den Gumpert kennengelernt, den Gumpert in Altenburg war die Firma damals, ja, habe mir das Auto angeschaut, und das war das einzige Auto, das hatte damals einen Rohrrahmen und einen Monocoque gehabt, ja, und genügend Platz um den Elektromotor, weil meine Vision war eben, die Energie zurückgewinnen über die Vorderachse, weil das eben der beste Ort ist, weil beim Bremsen halt die Vorderachse mehr belastet wird, wie beim Fahrradfahren, beim Mountainbiken, wenn du da vorne bremst. Wie beim Motorradfahren, wie bei allem, ne? Was haben wir da? 80-20 teilweise, ne? Genau, hast halt mehr Radlast drauf beim Bremsen. Und da habe ich dann dort den Elektromotor platziert, die Batterie im Unterboden untergebracht, ja. Und einen Motorenpartner gefunden, der mitgemacht hat, auch einen Batteriepartner. Und das Projekt habe ich dann gestartet, und das Ziel war eben, auf dem Nürburgring 24-Stunden-Rennen zu fahren 2008. Und das haben wir auch geschafft, ja. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, du seid mit dem Auto 24 Stunden gefahren? Ja, aber das konventionelle Getriebe hinten von dem Verbrenner, das hat zweimal gestreikt. Ach, welchen Motor war da drin? V8 oder? Da war ein Audi V8 Biturbo Motor drin, und den haben wir schon zurückgeschraubt auf, der hat eigentlich 800 PS gehabt. Ja. Den haben wir schon auf 500 oder unter 500 PS geschraubt, aber trotzdem hat er zu viel Drehmoment gehabt fürs Getriebe. Ne? Das hieß, du hast damals mit dem Fahrzeug sozusagen die Bremsenergie in den Akku wieder gesteckt und konntest sozusagen ohne Zwischenzuladen auch deine Batteriekapazität nutzen, die du beim Rekuperieren gefunden hast. Genau. Der Clou war eben dabei, dass man halt eben ohne zu laden, ja, das Rennen fahren kann. Also wir haben ungefähr 60 Sekunden Bremsphasen auf dem Nürburgring Nordschleife, ja. Und das hat dann ausgereicht, halt eben 60 Sekunden Bremsphasen, also mehrere. Eher auf der ganzen Runde gesehen, ja. Gesamt zusammen. Um eine Runde, ja, hast du 60 Sekunden Zeit, um die Batterie zu laden. Damals hatte ich auch noch als Gimmick gehabt, dass ich auch im Windschatten hinter jemand, wo ich jetzt nicht überholen kann, mit der Hand auch meine Batterie laden konnte. Da habe ich den Elektromotor einfach umgedreht, ne? Ja. Und habe auch die Batterie geladen. Dynamomäßig. Ja. Ach, im Windschatten konnte ich ja Energie sparen, wenn ich sowieso nicht vorbeikomme. Ne? Das ist Rennsport, das ist genau das, was ich hören will. Das ist geil, ja, gut. Ja, dann bist du dann auf der Döttinger Höhe halt eben dann die Batterie voll machst, weil die fuhr immer in einem Ladezustand SOC von 50% bei der Batterie immer im Rennen. Ne? Wie viele Kilowattstunden hattest du ungefähr in der Batterie? 9 Kilowattstunden damals, ja. Und da konnte ich halt im Teillastbereich, konnte ich halt meine Batterien aufladen, damit ich angreifen konnte auf der Geraden. Das war die Idee, ja. Und dann konnte ich halt länger boosten, die ganze Gerade runter zur Not, ja. Damals aber nur mit ca. 100 Kilowatt boosten, ja. Ja, und das andere Interessante war ja, ich hatte eigentlich einen Sponsor gehabt, der hätte da mitgemacht, aber ist im letzten Moment abgesprungen, und wegen ihm habe ich auch das Auto so konzipiert, auch die 9 Kilowattstunden, dass wir zur Not auch elektrisch über die Nordschleife fahren konnten. Zwar nicht in dem Tempo, ja. Aber es würde eine Runde gehen. Aber das war eine langsame Runde, ja. Aber die hätte auch geklappt, ja. Okay. Und hattest du zu der Zeit schon in deinem Haus Solar und Batterien, oder kam das auch zusammen gleichzeitig? Nein, das kam erst wesentlich später, als wir als Familie nach Deutschland gezogen sind. Ach, du hast auch in Monaco gelebt, oder? Ja, ja. Wie alle Formel-1-Fahrer, ne? Ja, nicht alle, aber... Viele? Ja, ja, 18 Jahre habe ich in Monaco gelebt. Ja. Ah, okay. Ja. Und meine Frau wollte unbedingt wieder zurück nach Deutschland, und 2011 haben wir das dann gemacht, ja.
Und als wir nach Deutschland kamen, war mir klar, ich meine, da, wenn wir irgendwo wohnen, dann muss das schon nachhaltig sein. Nachhaltig sein, ja. Und Selbstversorger, ne? Ja. Denn die Möglichkeiten waren ja da. Ne? Also es gab es ja schon alles, da braucht man ja nichts zu erfinden. Du wohnst also erst in deiner Heimat? Ja, am Niederrhein, ja. Ja. Und wie viel Kilowatt Peak hast du auf dem Dach? 36 Kilowatt Peak. Und wie viel Kilowattstunden Akku zum Aufladen? 180 Kilowattstunden. Ja. Da bist du ja lange autark, wenn die Sonne ordentlich geschieht. Ja, wir brauchen auch viel Strom. Ich habe deswegen damals die Batterie so hoch konzipiert, weil so hoch haben wollen, weil ich eigentlich auch mal zur Not über Nacht mein Auto laden kann. Ja. Ja. Mit selbstgewonnenem Strom. Was schaffst du denn an Bestzeit am Tag? Wenn, sag mal, Sonne steht hoch, Juli oder Juni, scheint die ganze Zeit, wie viel kriegst du in deinen Akku rein? 300 Kilowattstunden? Was schafft die Solaranlage? Du musst ja eine Menge schaffen. Die Solaranlage schafft, also den Rekord hatte ich mal gehabt mit 245 Kilowattstunden am Tag, ja. Ich habe eine Ost-West-Ausrichtung und ja, wenn die Sonne im Süden steht, haben wir natürlich den Peak, ja, ja. Dann schaffe ich 31 Kilowattstunden, ja. Und im Sommer natürlich völlig ausreichend, was ich da an Energie produziere. Und dann hattest du schon ein Elektroauto, bevor die Anlage hattest oder danach? Nein, da hatte ich das schon, ja, ja. Tesla? Ja, ja, ich, seit 2014 war ich... Model S. Damals. Model S, genau. Also dein erster war ein S85? Ja. Dann P85D 2015? Ja. Und danach hatte ich aber wieder ein Model S 100D. Ja. Aber kein Performance. Nee, normal, so wie ich jetzt dann habe. Ich habe jetzt auch ein 218er 100D, ganz ohne, reicht vollkommen, 4,4 Sekunden auf 100. Ja, für mich so, für verschiedene Strecken war das für mich... ich habe immer auf Effizienz geschaut. Ja. Ja. Ich wollte immer so weit wie möglich kommen und so schnell wie möglich. Ja. Ja. Und für mich war die Beschleunigung jetzt nicht so wichtig, ja. Weil für mich war eben das Ziel, ne. Der Weg das Ziel. Ne. Das waren also drei Model S, die du hattest, und jetzt fährst du Model X? Ja, Model X und Model 3. Auch. Ach so, ja. Long Range. Ja. Und das Model X ist ein 90er oder ein 100er? Das ist ein 100er. Ein 100er. Und damit bist du heute auch hier? Ja. Und bist du zufrieden damit? Ja, sicher, sehr. Also ich meine, es ist kein Vergleich für lange Strecken mit dem Model 3. Ja, da brauchst du natürlich deutlich mehr mit dem Model X. Ja. Ja. Aber letztendlich macht das in der Rundenzeit, wollte ich schon sagen. Ja. Das Herz ist immer noch im Rennen. Für die Zeit nicht so viel, keinen großen Unterschied. Ne. Aber schaffst du da halt eben vielleicht 5-6 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit weniger. Ne. Mhm. Weil du halt eben schauen musst, dass du halt so lädst, dass du schnell laden kannst, dass die Batterie den Bereich hat, wo du dann die volle Kilowattstunden schaffst. Ja. Und also ich bin nicht sehr viel langsamer auf lange Strecke mit dem Model X als mit dem Model 3. Das ist dann aber schon sehr gut. Dann wäre für dich eigentlich mal der E-Cannonball was, oder? Hast du schon von E-Cannonball gehört? Ja, sicher. Ich hatte mal darüber nachgedacht, den amerikanischen mitzufahren. Ja. Ja. Aber das ist natürlich, konnte ich mir nicht erlauben, ja, also mitzufahren und dann irgendwann mal mit erwischt zu werden. Dann kommt U4T Justice und sperrt dich dann ein. Ja, nee, das war da nicht so ratsam, aber ihr fahrt ja nicht auf Geschwindigkeit, sondern ihr fahrt ja wirklich auf Sweet Spot, auf Reichweite. Ne? Reichweite, also es kommt auch schon darauf an, wer als erstes ankommt, aber wir fahren nach STVO. Und wir haben auch während der gesamten Veranstaltung Tracker in den Autos. Wir wissen also, wie schnell jeder fährt. Und es kommt wirklich darauf an, wie gut kennst du dein Auto? Wie ist dein Sweet Spot? Wie kannst du mit wenig Ladestopps und guter Effizienz am schnellsten, am weitesten kommen? Ja. Das ist wirklich super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die Boxenstopp-Strategie wichtig ist. Ne? Ja, kennst du, ne? Ja, die Strategiefragen, da mussten wir uns oft mit auseinandersetzen. Ja, das glaube ich. Und das ist beim E-Cannonball ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Wie sind die Stops? Wie lange, wie schnell kann ich laden? Wo sind die Ladesäulen? Das wäre doch mal was für dich, Mensch. Ja, muss ich mir mal... Kannst du ja mal reinziehen. Muss ich mir mal überlegen, ja. Also spannend hört sich das schon an, ja. Ja.
Willst du ein Model X verkaufen? Ja, ich möchte gerne das Model, also das Model S Plate haben. Ja. Ja. Und da bin ich noch mal überlegen, ob ich warten soll oder tja, oder jetzt vielleicht das Plate-Modell, das normale jetzt, was jetzt kommt, ne, was du jetzt glaube ich ab Mai oder April haben könntest, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher genau, was kommt. Also es soll ja der, der Long Range kommen, der heißt ja jetzt, wie heißt der jetzt? Große Reichweite oder so. Auf jeden Fall der Long Range, der normale. Ja. Und dann der Plate und der Plate Plus. Genau. Und der normale, ich weiß es nicht, wann der kommt. Also Musk hat letztens auf Twitter gesagt, dass das Plate schon im März in Amerika ausgeliefert wird. Ja. Ja, wahrscheinlich in Europa dann noch ein bisschen später. Ne? Ja. Also ja, der normale soll wahrscheinlich früher kommen, aber dann halt mit dem neuen Innenraum. Mhm. Aber du bist wahrscheinlich Plate-Fahrer, ne? Ja, ich hatte ja wirklich nur meinen ersten Tesla war Performance, ja. Und dann habe ich mich auf die Effizienz konzentriert, ja. Das ist bei mir auch genauso gewesen. Ich weiß nicht warum. Also ich hatte ja 2019 mir einen neuen Raven gekauft, Performance. Und eigentlich braucht man es nicht. Also diese Leistung, ich bin auch mehr für Effizienz. Ja. Ja, und vor allen Dingen, jetzt ist die Sache aber schon ein bisschen anders mit dem Plate. Wenn du so 1100 PS hast, ist das schon was anderes, ja. Und du hast ja jetzt auch deutlich mehr Reichweite, ja, mit dem Plate. Mhm. Das ist ja jetzt eine andere Nummer. Vor allen Dingen mit den 4580er Zellen. 4680, ja, genau. Oder 4680, ja, das hört sich schon interessant an. Also da muss man schon über den Plate nachdenken. Ne? Elon sagt ja, die kommen da nicht rein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er mit den 18650ern das hinkriegt. Das glaube ich nicht. Ja, angeblich soll ja eine neue Chemie drin stecken in den 18650er. Ne? Ja, aber kriegst du da so viele Kilowattstunden raus, dass du die Reichweite hinkriegst und die Leistung? Also ich kann mir vorstellen, dass da schon ein größerer Akku drin ist. Also nagel mich nicht fest, also die Aussage ist natürlich auch geschätzt von mir, aber ich schätze mal, dass du da auch 110, 120 Kilowattstunden hast in dem Plate. Mhm. Ja, bis zu 120, 130 gehe ich auch mit. Aber drunter wird das eng, ja, mit der Reichweite. Weil wir werden sehen. Willst du dein Auto verkaufen? Könnt ihr das bei mir kaufen? Oder also, müssen wir mal gucken? Da können wir drüber sprechen, weil wenn ich das Plate bestelle, ich habe es noch nicht gemacht, dann würde ich meinen Model X verkaufen. Ja? Dann machen wir das so, folgendermaßen. Der steht dann bei mir auf der Seite und wenn er dann da ist, mache ich nochmal ein Video über das Auto, über das prominenten Auto von Heinz-Harald Frenzen. Den könnt ihr dann bei mir erwerben. Okay. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du mich mal besucht hast. Du, da ganz meinerseits. Ich habe dich schon ab und zu mal verfolgt auf YouTube und ja, habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Schön. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Ove von T&T E-Mobility. Das ist Heinz-Harald Frenzen, eine Formel-1-Legende. Und jetzt frage ich ihn die Frage, die er vielleicht nicht weiß, muss er aber auch nicht. Elektroauto, steht er dann? Kennt er nicht, ist auch in Ordnung. Steht er dann, lädt er. Das ist mein Standardspruch. Ah, ja, stimmt. Der kommt das immer stimmt. Am Ende des Videos. Ja. Damit kann ich immer alle reinlegen, weil die meisten gucken nicht bis zum Ende, was auch okay ist, weil die Videos manchmal echt lang sind. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.